Hallo, ich begrüße euch wieder zu einem neuen Video von mir. Ich bin in Gelsenkirchen, ich bin bei der Firma ML Konzept und damit wisst ihr schon, heute geht es um ein Technikvideo. Ja, ich gehe mich da mal vorne anmelden. Ach, ihr wollt wissen, worum es eigentlich geht. Ich rüste mein Fahrzeug um auf Gastankflaschen. Ich darf diese Arbeiten mit der Kamera begleiten und ich denke, das wird ein interessantes Video. Das ist der Ist-Zustand in meinem Fahrzeug. Zwei normale 11 Kilo Gasflaschen. Ja, der Sven kümmert sich um mein Fahrzeug und fängt schon fleißig an direkt. Logischerweise müssen erstmal die alten Flaschen raus. Das neue Material steht schon bereit. Zubehör, zwei Flaschen. Die Gasfachfrau kennt, glaube ich, jeder. Es ist ziemlich eng in meinem Gaskasten. Extrem eng. Eine Herausforderung. Ja, alles dabei. Komplett Set, inklusive Aufkleber. Jetzt werden erstmal die alten Halter entfernt. Ja, ihr seht, alte Teile sind schon mal raus. Das Schöne bei diesem Set ist, die Adapter für alle Länder Europas sind auch schon mit dabei. Ja, das ist die Kontrolle, dass hier alles richtig läuft. Ja, diese Halterungen oben, die müssen weg. Das sind ja nur Transportsicherungen. Achso, das sind nur Transportsicherungen. Ja, die müsstest du aufbewahren. Nach 10 Jahren müssen die ausgetauscht werden. Ja. Und dann müssen die drauf, damit die oben die Ventile gesichert sind. Ah ja. Weil die Kappen, wie wir die vorher hatten, die passen ja nicht mehr. Die passen nicht mehr, ne. Tja, nun beginnt die Fummelei. Denn Sven, seinen Job möchte ich jetzt nicht haben. Ich auch nicht. Warum musste ich um? Hat zwei Gründe. Einmal möchte ich nicht mehr in ganz Europa mich in jedem anderen Land um Gasflaschen kümmern müssen. Der zweite Grund ist Bequemlichkeit. Ich möchte mich nicht mehr nach Gasflaschen umsehen müssen, in Baumärkten Gasflaschen schleppen müssen. Einfach an die Tankstelle fahren, Gas zapfen, fertig. Und circa ein Drittel der Kosten spare ich an Gas. Da werden die Gasleitungen noch zurechtgebogen, wie sie gebraucht werden. Wenn bei mir ist es besonders eng im Gas. Das ist extrem eng, ja. Der Händler hatte dir ja auch gesagt, das würde nicht passen. Ja. Wo er nicht passt, wird passend gemacht. Ja. Ja, jetzt passt soweit. Jetzt müssen die Gasfilter noch dran. Die nächste Herausforderung. Ja, ein kleiner Zwischenstand der Montage. Dadurch, dass ich nun auf Aluflaschen wechsle, spare ich auch an Gewicht. Genau die Hälfte. Das ist schon ein ganz schöner Aufwand, zwei Gasflaschen auszutauschen. Da sollte sich der Normale überlegen, ob er das wirklich selber machen will. Ja, das ist richtig. Und dann eben auch das ganze Werkzeug hat, die Schrauben, ganzen kleinen Kram. Ja. Dann mit Sicherheit einige Fahrten zum Baumarkt sein, wenn man nicht den Lagerbestand hat. Ja. Fängt schon beim Akkuschrauber an. Wer hat schon den zweiten Akku? Den hat man im Wohnmobil normalerweise. Akkuschrauber habe ich mit, ja. Das ist richtig, ja. Multimeter auch wichtig. Habe ich sogar im Auto. Ja. Hier werden nun gerade die neuen Halterungen vorbereitet. Und gleich eingebaut. Sehen etwas massiver aus wie die alten. Vor allem lösen sie sich nicht von alleine.
Wenn ich das hier so sehe, die Fummelei, ich weiß schon, warum ich kein Mechaniker bin. Schaue ich mich doch mal um. ML-Konzept, Autotuning, aber auch alles für Wohnmobile. Schaut mal auf diese Felgenwand. Diese Felgen alle können auf Wohnmobile montiert werden, kaum zu glauben. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Und eine gemütliche Ecke gibt es natürlich auch. Motorkontrolle ist auch schon drin. Aha, also die Grundarbeiten erledigt. Flaschen rein. Ist jetzt die Hochzeit sozusagen. Ne? Die Hochzeit, genau, ja. Ja, und dann müssen wir gleich noch gucken, wo wir die Anschlüsse hinmachen für die Befüllung. Ah ja. Schläuche alle koordinieren hier in einem kleinen Gasfach. Ja. Ja, wie schon gesagt, ein sehr enges Gasfach, was der Corrado da hat. Eine Herausforderung für den Sven. Weil hier draußen so viel Licht war, hat der Sven hier draußen gearbeitet, aber nun fängt es an zu regnen. Also Umzug in die Halle. Es ist eng, ich sagte jetzt schon. Ein kleiner Zwischenstand. Ich glaube, alle Hardware ist soweit installiert. Jetzt geht es nur um die Anschlüsse. Das ist der Füllanschluss, der da gerade montiert wird. Nun werden die Bänder zusammengeführt, ein weiterer Schritt zur Fertigstellung. So, die Bänder sind fest. Was kommt jetzt, wenn was muss jetzt, nur gemacht werden? Jetzt machen wir erstmal die Gasprüfung, sprich die Dichtigkeitsprüfung der Anlage und der eingebauten Duo-Control. Und dann fahren wir zum Betanken. Dann, das machen wir nochmal zusammen. Und nach dem Betanken machen wir noch die Brennprobe für die Gasprüfung. Ah, ja. Damit wir dann auch den Aufkleber hinten drauf machen können und die Gasprüfung bestanden ist. Und im gelben Buch wird es dann noch. Im gelben Buch muss die Duo-Control ja noch eingetragen werden. Ja, die Druckprüfung wird gemacht. 150 Millibar. Die müssen jetzt über 30 Minuten halten. Dann geht es weiter. Vom Einbau her ist somit alles erledigt. Ich schaue mich noch was um in der Ausstellung. Was es hier alles so gibt. Diese Wand beeindruckt mich, das muss ich schon zugeben. Nehme ich mal diesen Blick in die Werkstatt. Da wartet der Carlo und der Sven. Inzwischen wurden diese Aufkleber ins Gasfach geklebt. Wichtige Hinweise in allen Sprachen. Und ins Gasbuch wird das alles hier natürlich auch noch eingetragen. Tja, Anlage ist dicht, wie nicht anders zu erwarten. Jetzt fahre ich mit dem Sven gemeinsam zum Tanken. Eine grobe Tankung muss ich ja auch lernen. So, jetzt tanken wir das erste Mal unter Anleitung. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja. Also wir müssen als erstes die beiden blauen Hähne von den Tankgasflaschen zudrehen, weil beim Tankvorgang haben wir ja eine starke Druckerhöhung und die könnte dann in den Crashsensor gehen. Wichtig daran zu denken. Ja. Gut, da haben wir den Füllanschluss, jetzt brauchen wir die Adapter. Moment. So, da haben wir das Paket. Oh, gucken wir mal rein. Komm raus da. Bringen wir mal in Sicherheit.
Dann ist da unten runter ein Zettel. Das ist die Liste für die Tankadapter. Aha. Jetzt gucken wir hier bei Deutschland. Da haben wir dann ACME stehen. ACME. Und hier sind die bebildert. ACME ist der. Genau der. Der ist es. Den jetzt handfest. So. Darauf, genau. Dann nehmen wir mal die Zapfsäule hier. Hier wird es drauf gedreht. Aufgedreht, genau. Auch nur handfest. Dann müssen wir den Hebel ziehen. Dann wird ein Druckausgleich gemacht. Den Hebel ziehen. Einfach ziehen, wie beim Tanken. Und dann oben nach oben einrasten, kannst du jetzt loslassen. Ja. Also ein bisschen strammer ziehen, ich weiß nicht, ja. Jetzt macht er gerade einen Druckausgleich. Ja. Beim ersten Mal dauert es länger, weil wir ja noch die Luft da drin haben. Ja. Noch keinen Druck drin haben. Und jetzt reicht schon. Jetzt machen wir den ersten Tankvorgang. Einfach auf den Buzzer drücken, den Buzzer festhalten. So. Tut sich was. Das läuft. Und den muss man immer gedrückt halten. Den halten wir gedrückt, bis der aufhört. Ja. Nur jetzt beim ersten Mal, da wir ja noch Restluft in den Tankflaschen haben. Machen wir jetzt nur halb voll, sprich 20 Liter rein, und dann beim nächsten Tankvorgang, ich sag mal bei der ersten Benutzung, geht ja die Luft raus, können wir dann bis zum Schluss tanken. Ja, ungefähr. Jetzt lösen wir den Hebel, dabei wird jetzt dann der, das Gas, was in der Leitung noch drin ist, wird abgelassen. Das zischt dann einmal kurz, also hier lösen. Einmal lösen, einmal ziehen, loslassen. So, das war's schon, können wir losschrauben. Und das ist auch der Grund, warum wir beim Kastenwagen und innenliegenden Kasten, Gastank, Kasten nicht den Anschluss da drin machen dürfen, weil dieses Gas, was da ausströmt, oder wenn der mal nicht richtig fest ist, kann in den Innenraum reinkommen. Und im Innenraum möchten wir es natürlich nicht haben. Hier haben wir einen außenliegenden Kasten, da können wir den Tankanschluss direkt draußen machen. Ja, Adapter. Den hier innen zu montieren, man braucht ja nicht noch ein Loch in der Wand. Genau so. So, jetzt machen wir den Adapter noch ab. Alles fällt nach unten. So ungefähr, gut. Ja. Ja, ungefähr. Dann machen wir die Flaschen auf. Also die blauen Hähne, bis man Widerstand spürt, beide Seiten. Einmal die Schlauchbruchsicherung drücken. An den Schläuchen ist die Schlauchbruchsicherung, dieser Knopf. Müsstest du vorher auch gehabt haben bei der Monokontrolle. So. Kommst du dran? Ja, wie gesagt, ist eng. Hast du? Ich sehe ihn nicht, aber ich fühle ihn. Ich fühle ihn nicht auf der Seite. Nicht dran? Doch. Ja.
Und jetzt ist auch die Duo Control auf grün umgesprungen, also, dass da Gas drin ist. Und hier sind auch die Anzeigen, zeigt er jetzt an, halt voll. Auf der Seite auch. In grün und wandert dann darüber. Der wandert gelbe. Genau, also das Grüne wird immer mehr an dem Strich. Da wo der Strich ist, zeigt er dir dann an. Wenn man voll tankt. Ja, genau. Und andersrum, wenn es gelb wird, sollte man langsam wieder tanken. Genau so. Okay. Wunderbar. Tankvorgang fertig. Ach, was ich noch erklären wollte, war eben die Gas. Fachfrau, die hat ja diese Aufkleber hier extra in verschiedenen Sprachen angefertigt, damit, wenn an der Tankstelle irgendwelches Diskussionsbedarf ist, dann kann man dann einfach hier zeigen, muss nicht mit Google Übersetzer oder so arbeiten, dass es alles so in Ordnung ist. Und dann sagt diejenige, okay, ja, ganz klar. Genau so. Das war meine erste Gastankung. Mein Gott, aufregend. Sieht doch gut aus, oder? Alle sprechen über Gastankflaschen, wir auch. Sven, erklär mal die ganze Geschichte hier. Also Gastankflaschen ist das Problem, das Überfüllen, was eventuell passieren könnte. Ja. Weil wir nur 80% füllen dürfen. Ja. Da die Flüssigkeit, das Gas ist ja flüssig, beim Befüllen sich nicht komprimieren lassen. Ja. Deswegen brauchen wir 20% gasförmig, damit, wenn sich das Gas da drin aufwärmt, die Flasche nicht platzen kann, sondern ein Puffer da ist. Ja. Und das wird hier mit einem Schwimmerventil bewerkstelligt. Mhm. Wenn wir befüllen, geht der Schwimmer nach oben, verschließt das Ventil, das Füllventil, sodass nicht mehr Gas wie 80% reinkommen können. Was aber auch nur funktioniert, wenn die Flasche wirklich gerade steht. Ja. Deshalb muss die fest verbaut sein mit den Bändern und eben gerade eingebaut sein. Dann können wir das befüllen und dann auch sicherstellen, dass es funktioniert. Ah ja. Mhm. Das ist ja vom Gesetz her alles ganz neu geregelt hier. Das ist neu geregelt, auch von den beiden Gasfachverbänden. So wird es jetzt auch geschult. Ja. Und so haben wir es jetzt verbaut. Ja, wunderbar. Und dann haben wir dir auch jetzt endlich mal eine Duo-Control eingebaut, damit du da gar nicht mehr dran musst. Ja. Natürlich dann auch die Gasprüfung machen müssen, weil es ja auch vermerkt werden muss. Zu den Gastankflaschen haben wir dann auch noch die Betriebs- und Einbauanleitung, die man mitführen sollte, weil hier drin ja auch noch zusätzlich die ganzen Gesetzestexte, die die Gastankflasche legitimieren, aufgeführt sind, sodass, wenn Diskussionsbedarf da ist, man alles nachweisen kann. Ja. Und die Gasflaschen sind ja 10 Jahre prüfungsfrei, also nach 10 Jahren müssen die geprüft werden, was dann im Austausch funktioniert. Da haben wir dann auch hier eine Konformitätserklärung zu jeweils der Flasche, wo dann auch die Seriennummer eingetragen ist, dass die Flaschen eben von Alugas freigegeben sind. Ja. Habe ich jetzt noch was mit TÜV-Vorführung und sowas zu tun? Der TÜV ist sowieso schon seit Dezember 2022 oder 2021, weiß ich jetzt nicht genau, ganz raus. Es ist nicht mehr in der Prüfung der HU verankert. Momentan ist es so, dass Probleme bei den Campingplätzen sein könnte. Es sind welche, die sagen, ohne Gasprüfung möchte ich dich hier nicht haben. Dann machen die ihr Hausrecht Gebrauch. Und es könnte eventuell bei Versicherungen, wenn ein Gasunfall passiert, sein, dass sie sagen, sie sind ihren Pflichten nicht nachgekommen. Wir regeln das. Das habe ich bisher. Ich habe die Zeitraum Gasprüfung immer beibehalten, weil immer ich sitze hier in dem Auto. Ja. Jetzt haben wir ja die Gas aufgeschnittene Flasche. Da können wir jetzt auch noch mal sehen, wo hier oben der Level ist. Ja. Also der Schwimmer geht nicht bis ganz unten. Das heißt, er zeigt nicht ganz genau unten und oben an, aber man hat auf jeden Fall einen super Anhaltspunkt. Ja. Sodass, wenn ich befülle,
sich das Rädchen nach oben dreht und immer grüner wird, immer mehr grün wird und dann eben das ist auch voll. Genau. Dann haben wir hier oben ein Überdruckventil, was rausfliegen würde, wenn ein Überdruck entstehen sollte, zur Sicherheit. Hier kommt der Füllanschluss dran und hier die der Schlauch für die Duo-Control, der Abnahmeschlauch. Ja, wunderbar. Und jetzt sind wir soweit durch. Ja. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ist jetzt noch ein Funktionstest nötig? Ja, wir müssen ja jetzt noch für die Gasprüfung noch den Test machen. Ja. Beziehungsweise, dass die Ventile abschalten. Ja. Das gehört noch zu der Gasprüfung. Dann haben wir, machen wir die Plakette hinten rauf und dann sind wir eigentlich fertig. Gut. Ja. Dann machen wir das. Okay. Oder dann machst du das. Ja, alle Verbraucher wieder in der Gasprüfung üblich. Jetzt haben wir noch ein bisschen die Luft, die noch in den Flaschen war. Ja. Die kommt jetzt raus. Aufgrund dessen durften wir ja nicht ganz voll tanken. Ja. Jetzt müssen wir alle Geräte einschalten. So, lassen wir jetzt einen Moment laufen, bis alles angesprungen ist. Ja. Dass auch die Fördermenge ausreichend ist, die 1,5 Kilo. Und dann prüfen wir noch, ob die Ventile abschalten. Ja. Und dann sind wir durch. Ja, der Zeitaufwand für einen solchen Einbau, in dem Falle hier war es 3 Stunden, war aber auch etwas schwieriger hier in meinem Fall. Ja, ist immer noch eine Stadtrelation. Also ich habe es schon in einer Flasche in einer Stunde geschafft, ja. Oh. Und dann nehmen wir uns ja auch noch die Zeit zum Betanken, den Kunden einmal ranführen. Weil mit dem Gasfüllen, dieses Zwischen, da kann man schon mal Angst haben. Ich war froh, dass das so gemacht wurde. Es ist ja doch was Neues. Ja. Mein Diesel tanken kann man inzwischen. Aber es ist ja ein bisschen anders. Ne? Ja, also Diesel tanken bei 100.000 hast du schon. Ja, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Gasprüfung bestanden? Gasprüfung bestanden. Perfekt. Die haben abgeschaltet. Ja, jetzt kommen wir zu dem Unerfreulichen, ne? Ja, ja, das gehört leider dazu, ja. Das war soweit der Einbau von 2 Gastankflaschen. Ich gehe jetzt noch nach vorne bezahlen. Was kann ich noch sagen zu den Preisen? Ist natürlich unterschiedlich, Kastenwagen oder teilintegrierter. Eine Flasche oder 2 Flaschen braucht ja vielleicht eine neue Duo-Control. So setzt sich dann der Preis zusammen. Es fängt bei 1100 Euro an, wie mir gesagt wurde. Es kann auch 1700, 1800 Euro werden, je nach Aufwand. Dann nehmt ihr am besten Kontakt auf hier bei ML Konzept. Dort wird man euch eine Auskunft geben. Ich kann ML Konzept jedenfalls empfehlen. Es wurde hier sehr gut gearbeitet, macht einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck. Ich bin zufrieden. Damit endet es dieses Video. Ich freue mich, dass es euch interessiert habt und ihr dabei wart. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Dann geht es wieder um eine Reise.